Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Kollege Evers, ich nehme Ihnen das ganz persönlich sogar ab. Ich nehme Ihnen ab, dass Ihnen die Rehabilitierung, Entschädigung haben Sie vergessen, der nach 175 in der DDR und in der Bundesrepublik Verurteilten ein persönliches Herzensanliegen ist. Sie müssen nur mit diesem Parlament nicht so reden, als seien es die Oppositionsfraktionen hier im Parlament, die verhindern, dass diese Rehabilitierung und Entschädigung im Deutschen Bundestag ausgesprochen wird. Das ist die Union. Und das ist, by the way, also für die Fernsehzuschauer oder für die Menschen auf den Rängen, die nicht wissen, welcher Partei sie angehören, ihre Partei. Das Zweite, ich nehme Ihnen auch ab, dass Sie gerne die Wiedererrichtung des Magnus-Hirschfeld-Instituts in Berlin möchten. Ich weiß allerdings nicht, und deswegen helfe ich Ihnen ein bisschen auf die Sprünge und frage einfach mal, ob Sie vielleicht Lust haben, da noch mal ein bisschen genauer zu recherchieren, dass bereits im Jahr 2009 die Beteiligung des Landes Berlin an der Wiedergründung eines Magnus-Hirschfeld-Institutes vom damaligen rot-roten Senat beschlossen worden ist. Und der Senat mir auf Nachfrage mitgeteilt hat, dass an dem Beschluss von seiner Zeit, des rot-roten Senats, Ihr Senat nicht festhält und dafür auch kein Geld zur Verfügung stellen wird. Sie tun hier so, Sie stellen sich hierhin 5 Jahre später und sagen, ja, wir sollten jetzt mal alles dafür tun und mir ist das ein persönliches Herzensanliegen, ein Magnus-Hirschfeld-Institut zu gründen. Da sage ich, Ihr Senat hat alle Schritte, vor 5 Jahren ist dieser Weg hier gegangen worden, hat alle Schritte in diese Richtung abgeblasen und hat gesagt, das machen wir nicht, wir haben dafür kein Geld, das ist sozusagen nicht unsere Baustelle. Das Einzige, was wir machen, ist verbale Begleitung einer solchen Begründung, wenn es denn der Bund tut. Ich finde, da machen Sie es sich ganz schön einfach und das ist fast ein bisschen skandalös, dass Sie die Leute hier so aufs Glatteis schicken mit so einer kleinen Predigt. Und der dritte Punkt ist, Sie sagen hier, erstmalig sei jetzt die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft von diesem Senat gefördert worden. Also, sorry, das ist nun wirklich richtiggehend frech. Was Sie getan haben, was dieser Senat getan hat, ist jeden Cent, der für Studien, wie Sie sie in Ihrem Antrag jetzt fordern, und am rot-roten Senat eingestellt worden ist, komplett aus der ISV rauszustreichen. Da steht jetzt eine Null. Und das Einzige, was Ihr Senat geschafft hat, ist 3 Zeitzeugeninterviews mit nach 175 in Ost oder West verurteilten Menschen, 3 Zeitzeugeninterviews zu fördern. Glauben Sie mir, es sind einige Menschen in dieser Stadt davon betroffen. Und wenn Sie alle 2 Jahre in jedem Doppelhaushalt 3 Zeitzeugeninterviews finanzieren, dann werden Sie in 20 Jahren 20 mal 3 60 Zeitzeugeninterviews gefördert haben. Nee, 30, es sind ja Doppelhaushalte. 30 Zeitzeugeninterviews gefördert haben. Und dann stellen Sie sich hier vorne hin und sagen, dieser Senat fängt die Geschichtsarbeit an zu leisten. Ich sage Ihnen, was in den letzten 1,5 Jahren passiert ist, und der ISV-Antrag liegt so lange in den hiesigen Ausschüssen, da hatten Sie keine Lust, mit irgendjemandem zu diskutieren. Was Sie in den letzten 1,5 Jahren geleistet haben, ist bedauerlicherweise eine Bankrotterklärung. Und ich verstehe, dass man mal Exkremente als Bonbons verkaufen muss, insbesondere, wenn einem bestimmte Dinge ein persönliches Anliegen sind. Aber man sollte es damit auch nicht zu weit treiben. Die Leute sind nämlich nicht blöde, die merken das. Vielen Dank. Kollege Evers, wollen Sie replizieren? Bitte schön. Lieber Kollege Lederer, Sie haben es gesagt, 2009 haben Sie das auf den Weg gebracht. Im Haushalt 2011, den wir übernommen haben als Koalition, habe ich recht wenig davon gefunden. Darauf zu achten, wäre Ihre Aufgabe gewesen. Und im Vergleich zu dem Haushalt, den wir damals schon nachbessern mussten, haben wir in diesem Doppelhaushalt noch einiges draufgelegt. Darauf habe ich hingewiesen. Das sollte man mal nicht verschweigen. Und das zweite Thema, von dem Sie sagen, hey, behauptet man nicht, ihr würdet etwas tun, was vorher nicht stattgefunden hat. Ja, in der Tat. Das Archiv der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft wurde zu keiner Zeit finanziell unterstützt, obwohl es große Probleme hatte, zunehmend hatte, in ordnungsgemäßer Art und Weise die Bestände zu hüten, die immer größer werden, was eine erfreuliche Nachricht ist. Der Nachlass Magnus-Hirschfelds wird hier gewissermaßen aus der ganzen Welt heraus hier wieder auch zusammengeführt. Und das erfordert Unterstützung, die haben wir auch bereitwillig gegeben. Darüber darf man dann auch einmal reden. Und was die finanzielle Unterstützung angeht, woher kehrt ihr es aus? Ich glaube, das Wichtigste, wenn wir darüber sprechen, wie führen wir diese Initiative, die Vielfalt von Einrichtungen, wir müssen uns doch nicht einbilden, dass wir als Senat alles selbst neu erfinden und auf den Weg bringen müssen. Wir wollen Vernetzung schaffen, wir wollen Synergien schaffen und dafür ist vor allen Dingen die Voraussetzung, eine Immobilie zu schaffen. Und da bin ich doch sehr zuversichtlich, dass es der Durchsetzungskraft dieser Koalitionsfraktionen gegeben ist, für diese Voraussetzungen auch zu sorgen. Wir wissen, oder Sie werden wissen, dass wir auch über Standorte bereits im Gespräch sind. Sie werden wissen, dass wir auch in den Koalitionsfraktionen dafür Überzeugungen leisten, vor allem auch aber gegenüber dem Senat, wo die dicksten Bretter zu bohren sind. Da freuen wir uns über Ihre Unterstützung.
Auf Ihre Motivation muss ich dabei nicht hoffen. Ich weiß, Sie sind persönlich eher angefasst, weil Sie sich anderes erträumt, erwünscht, erhofft haben. Das ist dann Sache einer Opposition. Aber völlig zu übersehen, was wir tun und im Gegenteil sich dazu noch zu versteigen, zu behaupten, wir würden überhaupt nichts tun, das wiederum halte ich für eine Frechheit.